dritten Playoff-Viertelfinale empfängt Meister Ritten in Klobenstein den HC Gröden. Die Rittner führen in der Best-of-Seven-Serie bereits mit 2:0. Die Grödener stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen außerdem auf die verletzten Jack Newton, Benjamin Kostner und Simon Finazzer verzichten. Für alle drei ist die Saison zu Ende. So wie für den Rittner Emanuel Schelfer, der sich am Knie verletzt hat und 2 Monate ausfällt. Trainer Raymond gönnt heute seinem Stürmer Erik Johansen eine Verschnaufpause und bringt dafür Justin De Benedetto, der sein Heimdebüt bei den Buben feiert. Diese machen von Beginn an sehr viel Druck, spielen mit 4 Sturmlinien und suchen gleich die Vorentscheidung. In der 5. Minute sitzt sie erstmals in Überzahl. Bregenzer sitzt für die Gäste auf der Strafbank. Luca Felicetti spielt zu Christian Bogatello. Der Nationalverteidiger zieht ab. Luca Soldi steht goldrichtig und lenkt den Puck unhaltbar für Marc Demetz ins Tor der Gröner. Das 1:0 für Rittner, der 33-jährige Luca Soldi mit seinem 10. Saisontreffer. Gerade jetzt im Playoff kommt natürlich seine Erfahrung den Rittnern zugute. Noch einmal der Treffer in der Wiederholung. Bogatello nimmt Maß und Luca Soldi lässt sich natürlich so eine Chance nicht entgehen. Auch nach dem Führungstor bleibt Ritten im Angriff. Patrick Riesmüller spielt den Dudin an. Der sieht gleich den Freistädten Thomas Spinell, der jedoch nur mal mit dem Schlittschuh rankommt und so diese Möglichkeit vergibt. Nach 20 Minuten führen die Rittner 1:0. Im Mitteldrittel geht es im gleichen Ton weiter. Ritten drückt die Grödner in die eigene Verteidigung. 5 Minuten sind gespielt. Daniel Costa kann Luca Felicetti nicht aufhalten. Dann übernimmt den Tudin die Scheibe, kreist ums Tor von Marc Demetz und netzt zum 2:0 ein. Für den Wahl Rittner, der heuer seine 9. Saison in Klobenstein bestreitet, ist es das 16. Saisontor. Insgesamt hat er für Ritten jetzt in der Serie A schon 251 Mal getroffen. Sicher lupft er die Scheibe über Marc Demetz ins Tor der Grüner. 2 Minuten später muss Veggiato auf die Strafbank, wo schon sein Teamkollege Marco Senona sitzt. Auch der Rittner Felicetti schmort in der Kühlbox. So spielen 5 Rittner gegen 4 Grüner. Spinell passt zurück zu Bogatello, der schießt gleich. Und diesmal ist es Justin De Benedetto, der den Puck zum 3:0 ins Grüner Tor lenkt. Der erste Serie-A-Treffer des Kanadiers, der vor 3 Wochen von Dornbirn zu den Rittnern gekommen ist. Vor 2 Jahren war De Benedetto der Topscorer der Red Bull Salzburg. Hier muss der ehemalige NHL-Spieler nur den Schläger hinhalten, das 3:0. Nach diesem Tor ist das Match eigentlich schon entschieden. Grün ist überfordert, die Rittner schalten jetzt 2 Gänge zurück. Kurz vor der 2. Drittelpause verliert Patrick Riesmüller den Puck an Ivan Demetz, der startet zum Konter, aber Ingemar Gruber kann hinten retten. Gut gemacht vom Meraner Verteidiger, die Aktion geht weiter, denn Tudin versucht es auf der Gegenseite, lässt Fabrizio Senona aussteigen, scheitert aber an Marc Demetz. Nach 40 Minuten steht es somit immer noch 3:0 für Ritten. Das Schlussdrittel beginnt mit diesem Pass von Gruber auf Luca Soldi. Der lenkt gleich weiter zu Justin De Benedetto, aber Bregenzer und Demetz verhindern hier das 4. Rittner-Tor. Benjamin Bregenzer stört gerade noch rechtzeitig De Benedetto und Demetz kann dann klären. 5 Minuten vor Spielende sitzt Fabrizio Senona auf der Strafbank. Wieder schießt Bogatello im Powerplay. Justin De Benedetto versucht es dann gleich 3-4 Mal, diesmal jedoch ohne Erfolg und so bleibt es beim 3:0 Endergebnis. Morgen können die Rittner im Braniewicz-Stadion bereits ihr Halbfinalticket lösen. Sie brauchen nur mehr einen Sieg, um in die Runde der besten 4 aufzusteigen. Dort wartet dann ein weiteres Südtiroler Derby, denn Ritten trifft auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Bustertal und Sterzing.